Hallo. Willkommen bei meinem neuen Beitrag zu Peter oder wie bringe ich meinen Pokémon um? Es geht um Folgendes. Ich habe heute Morgen mein E-Mail-Postfach aufgemacht und von Gamona diesen Beitrag gelesen. Und es geht um die Tierschutzrechtsorganisation Peter. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Das Ganze ist ja auch keine schlechte Sache, aber die übertreiben es wirklich. Es geht hier um Folgendes. Pokémon-Trainer würden in ihren Spielen, auch in der Anime-Serie und dem Manga, die Tiere quälen, missbrauchen und so weiter und so fort. Das muss man sich erstmal vorstellen. Also wir haben hier eine Tierrechtsorganisation, die sich wegen fiktiver Figuren in einem Computerspiel bzw. in einem Manga oder Anime beschwert, dass die misshandelt werden, obwohl die ja das im Grunde freiwillig machen. Also, ihr müsst uns mal überlegen. Wenn sie es schon so sieht, die gefühlslose Objekte behandeln zur Unterhaltung, so wie für Experimente missbraucht. Also, ich stecke mein Pikachu jetzt nicht in den Mixer. Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich bin gegen Tier, gegen Gewalt gegen Tiere, vollkommen gegen jegliche Sache in der Richtung. Aber man muss ja vorstellen, wenn ich mein Pikachu in Pokémon losschicke und ihn anzugreifen und dann verliert er Lebenspunkte und ja, gut, das ist eine virtuelle Figur und ich weiß nicht. Auch allgemein, ich meine, virtuelle Figur, yeah. Ich verstehe, ja, cool. Also es ist wirklich, ich weiß nicht genau das wie mit den Kindern spielen, der gleiche Argumente. Es ist immer das gleiche. Es ist ja nicht das erste Mal, dass diese Organisation mit solchen lächerlichen Sachen auf sich aufmerksam macht. Ich habe hier nochmal rausgesucht von Golem. Peter protestiert gegen Gewalt in Battlefield 3. Darum geht es da, dass in einer Szene die Ratte getötet wird. Ne? Also, nur weil in diesem Spiel jetzt eine Ratte getötet wird, gehe ich jetzt hier auf die Straße mit einem Bumerang und knall Ratten ab. Okay, das ist mir sowieso nicht, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ich wollte mal eine Diskussion darüber anregen, vielleicht könnt ihr auch in den Kommentaren eure Meinung dazu äußern. Aber ich finde es wirklich lächerlich und ich meine, wer Pokémon kennt, die Serie und den Manga, weiß ganz genau, wie Ash und seine ganzen Freunde mit ihren Pokémon leiden und wenn sie krank sind, sich um die kümmern. Also, dass hier Pokémon wie gefühlslose Objekte behandelt und veraltete Experimente missbraucht werden, das ist wirklich eine Anschuldigung gegen dieses wunderschöne Machwerk. Ich finde es traurig und ich kann Peter nur eins sagen: Tierrechte und Tierschutz ist wichtig, aber man. Kann es auch wirklich übertreiben mit seiner Fantasie, nicht wahr? Gut, das war's alles schon. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt und ja, wünsche euch was, ne? Und wenn es geht, klärt eure Leute auch mal auf, die ihr kennt, über die Scheiße, weil das geht echt nicht so. Das ist ein bisschen krank. Okay, bis dann. Bye bye.